Hallo, liebe Motorsportfreunde. Ich bin Markus von P1Gaming.de und wir waren letztes Wochenende wieder für euch an der Strecke bei der ADAC GT Masters am Nürburgring. Und wir hatten das große Glück am Samstag gehabt. Wir konnten direkt nach dem Rennen den Tagessieger begrüßen und auch interviewen. Wir hatten vor der Kamera den David Jahn und den Sven Barth. Und was wir da erlebt haben, das seht ihr jetzt in dem kommenden Interview. Viel Spaß damit! Wer war für dich heute der Favorit gewesen? Er da, so geil, Er da. so geil. Ja, da machen wir auch direkt hier weiter mit ihm. Grüß dich da, Jan. Ja, David, Entschuldigung. Erste Mal ganz oben heute. Hast du damit gerechnet? Ja, nach dem Start schon ein bisschen. Also vorher habe ich natürlich gedacht, der Mercedes wird da schön vorne wegfahren und wird versuchen, hinten dran zu bleiben. Aber da haben sie sich ein bisschen vertan am Start. Ich konnte gleich durchschlüpfen und dann habe ich gehofft, dass ich die Pace gehen kann, und ich konnte sie gehen. Und Sven konnte dann auch wirklich noch ein bisschen mehr Vorsprung rausfahren, was wirklich top war, und am Ende hat es gepasst. Ja, aber auf jeden Fall eine gute Lücke auf den zwei Platzierten. Ende des Rennens eine Schrecksekunde bei euch gewesen, ne? Ja, da war es ein bisschen unklar, ob jetzt Rennen vorbei ist oder nicht, weil ich habe mit meinem Rennleiter eben gesprochen. Er hat gesagt, er hat jedem durchgesagt, das Rennen wäre vorbei. Aber auf einmal der Streckensprecher entschieden, er meint, wir fahren noch eine Runde. Und da haben sie auch nicht abgewunken, obwohl eigentlich hätte abgewunken werden müssen. Dann ab Platz 3, glaube ich, haben sie schon angefangen abzuwinken. Und genau in der letzten Runde, letzte Kurve, ist unser Getriebe verreckt. Also haben wir Glück gehabt. Ja, man hat auf jeden Fall auf der Leinwand sehen können, wie sehr du dich gefreut hast. Wie sind die Chancen für morgen, sowas nochmal zu wiederholen? Ja, wir müssen gucken, wie das Wetter wird. Sven war ja gestern im Regen richtig stark mit Platz 7 für das Auto. Top-Ergebnis. Mal gucken, wie es morgen wird. Ich bin jetzt im Regen hier noch gar nicht gefahren. Habe schon seine Runde ein bisschen studiert auf dem Video. Und falls es regnet, probieren wir auf jeden Fall in den Top 10 zu bleiben. Und wenn es trocken bleibt, versuchen wir die ersten 5 anzupeilen. Ja, mit dem Porsche dieses Jahr schon mal erfolgreich gewesen bei den 24 Stunden. Da wart ihr Klassensieger gewesen. Konntest du daraus ein bisschen was mitnehmen für heute, um auch hier heute mit der Pace mitgehen zu können? Ja, natürlich habe ich da Erfahrung auf der Strecke, weil ich hier schon viele Runden gefahren bin. Aber ein GT3-Auto ist doch nochmal was anderes als ein Cup-Auto. Aber natürlich hilft das ein bisschen. Man weiß, wo man drüber fahren kann, wo man nicht drüber fahren soll. Und auch ein bisschen, wenn ein Kampf gewesen wäre, wie man sich da verhalten soll. Aber ja, hat gepasst. Ja, dann vielen Dank für die Worte. Und wir drücken dir für morgen die Daumen. Und vielleicht klappt der morgen nochmal ein schönes Podium. Würden uns auf jeden Fall freuen. Das wäre natürlich perfekt. Gucken wir mal. Ja, und dann kam sogar noch Sven dazu. Und das Interview hört ihr jetzt. Kannst du noch? Ich kann noch. Ja, und dann haben wir auch direkt den Teamkollegen, den Sven. Sven, erstmal dir auch herzlichen Glückwunsch. Das war Danke. Ja richtig erfolgreich heute. Super vorne weggefahren, schöne Lücke rausgeholt. Am Ende auch bei dir war so eine leichte Schrecksekunde gewesen. Wir haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Was ging dir da im ersten Moment durch den Kopf? War natürlich schlimm. Also wir haben ganz klar geführt, konnten den Vorsprung super verwalten. Kam dann die vermeintlich letzte Kurve rum, die dann auch letztendlich die letzte war zum Glück. Plötzlich ging das Getriebe nicht mehr. War im dritten Gang festgestocken. Also es ging nichts mehr vorwärts, nichts mehr rückwärts. Aber dachte, okay, jetzt ist fertig. Team hat mir gesagt, letzte Runde. Aber ich wusste nicht, ob ich jubeln soll oder nicht, weil hinter mir, die haben richtig noch angegast, weil es war keine Flagge draußen. Definitiv. Der Rennleiter hat beschlossen, jetzt ist fertig. So war es auch auf dem Tableau gestanden, auf den Monitoren. Aber der Streckensprecher selbst hat natürlich für Konfusion gesorgt. Er hat gesagt, noch eine Runde. War aber falsch. Ja, wir waren auf jeden Fall geschockt. Wir haben auch nur gehört, noch eine Runde. Du bist vom Gas Ja. runtergegangen, wolltest dich quasi gerade feiern lassen und auf einmal war der SLS hinten dran. Dann seid ihr nochmal in den Zweikampf gegangen und der SLS schob sich nach vorne. Wann hast du erfahren, dass du mit deinem Teamkollegen gewonnen hast? Als ich im Park Vermeer stand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Herzklabaster. Richtig, weil wir sind dann nochmal zurückgereicht worden auf P7, bin ich noch eingelaufen, habe noch verteidigt bis auf P7. Ich war, wie gesagt, mit gedämpftem Schaum unterwegs, weil der dritte Gang halt eben festgehangen war. Und dementsprechend konnte ich noch ein paar zurückhalten. Den Audi konnte ich noch in den Schach halten. Aber im dritten Gang halt nur rumzufahren, das macht natürlich auch keinen Sinn. Bin dann zurückgefallen auf dem siebten Platz, bin dann über die Ziellinie nochmal gefahren. Und habe gedacht, Scheibenhonig, jetzt sind wir nur Siebter geworden. Sieg weggeschmissen. Und plötzlich sagt das Team, nee, du bist P1. Sag ich, super. Ja, geil. Super. Ja, wie sind bei dir die Erwartungen für morgen? Gibt es da nochmal ein Podium? Sind die Chancen gut? Sagen wir es mal so, also die Performance vom Auto war gut heute. Der David hat einen super Job gemacht und ich konnte es dann auch quasi verifizieren, dass wir so gut unterwegs sind momentan. Siebter Startplatz morgen. Ist keine schlechte Ausgangslage. Vielleicht wird es nicht ganz der Sieg, muss auch nicht sein. Wie gesagt, wir sind hierher gekommen, wollten nur in die Top 10 fahren, haben jetzt einen Sieg geholt. Unglaublich. Und wenn morgen noch ein super Punkt daran rausspringt, ist es super für uns. Ja, Slowakiering stand ja auch schon mal oben auf der Treppe. Zweite Rennen leider ein bisschen Pech gehabt mit einem Schubert Z4. Lässt sich jetzt drüber streiten.
Ich würde sagen, ist ein normaler Rennunfall gewesen, oder? Also ich sage es genauso, der David sagt es jetzt im Endeffekt auch. Es war ein Rennunfall, beide wollten irgendwo ihre Linie behaupten, ist ja normal. Ich meine, wir sind ja nicht beim Ringelpitz zum Anfassen oder so, ja. Wir sind halt beim Rennsport. Und von dem her passt es schon. Also wie gesagt, schade, es wäre mit Sicherheit ein Punkt daran rausgesprungen. Aber letztendlich, so ist der Motorsport. Ne? Manchmal gewinnt man, so wie heute, manchmal verliert man halt eben. So, jetzt habe ich noch eine private Frage. Wir machen ja Simracing, betreiben das auf einem sehr hohen Niveau, auch mit unserer Partnerliga, der simracingdeutschland.de. Was hältst du davon? Ganz ehrlich, wir haben uns, also mein Schwiegervater in Spee, der Gerd Beisel, der Teamchef, und ich, wir haben uns so einen Simulator zugelegt und wir trainieren als manchmal so im Vorfeld der Rennen, geben uns manchmal so ein paar Battles, gibt es ja auch online diese Möglichkeit, ne? Sich zu messen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist sehr nah am Geschehen, an der Realität, aber doch nicht ganz, weil wenn ich manchmal die Zeiten sehe, was die Leute fahren können hier, wenn sie richtig Cracks unterwegs sind, denke ich mir schon, also im Real ist es nicht machbar. Und ich fahre meistens so die Zeiten, wie wir auch auf der Strecke fahren, von dem her sage ich, ist sehr realistisch gemacht, diese Sim-Geschichte. Ist auch gut zum Trainieren mal, um den Streckenverlauf kennenzulernen, für eine neue Strecke zum Beispiel, wo man noch nicht war. Aber so ganz die Realität trifft es dann doch nicht. Ja, nächsten Monat haben wir hier die große Simracing Expo. Bist du der Meinung, das ist genau der richtige Weg, um den Simracing mit dem reellen Motorsport ein wenig zu verbinden? Warum denn nicht? Wie gesagt, jeder gute Motorsportler macht es momentan. Also es gibt auch die ganz großen Formel 1 Simulatoren zum Beispiel bei Toyota in Köln. Die haben da richtig viel aufgefahren. Und jeder Formel 1 Fahrer trainiert momentan an Simulatoren. Und warum nicht? Es gibt ja auch diese eine Challenge da, ne, wo man jetzt nicht im Namen nennen, wo schon viele Rennfahrer jetzt entsprungen sind aus der normalen Sim-Racing-Geschichte. Und von daher, warum nicht? Ne? Hättest du denn mal Interesse, bei uns mitzufahren? Warum nicht? Ich verliere zwar sehr ungern, aber warum denn nicht? Es gibt immer Leute, die besser sind, das darf man nie vergessen. Ja gut, Sim-Racing ist halt Sim-Racing, da fehlt der Popometer und alles, der Kontakt zur Geschwindigkeit, aber... Das fehlt dann halt, genau. Das ist auch der Punkt, wo, glaube ich, wo man noch nicht ganz. Die Schnittstelle, die fehlt noch ein bisschen, ist ganz klar. Ja, yes. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden uns auf jeden Fall auch mal melden und dir die Gelegenheit geben, dich mal mit uns zu messen. Oder nein, wir uns mit dir zu messen. Andersrum. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg morgen. Danke. Wir drücken dir die Daumen. Vielen Dank. Ja, und das war's. Danke.